Und ich begrüße sehr herzlich die Moderatorin Eva Herrmann, die sich ein wenig verharmlosend über die Familienpolitik im Dritten Reich geäußert hat und vor einem Monat von ihrem Arbeitgeber, dem NDR, entlassen wurde. Herzlich willkommen, Eva Herrmann. Eva Herrmann, seit fast 20 Jahren das Nachrichtengesicht. Sie soll bei der Tagesschau Nachrichten lesen, aber nicht machen. Vor einem Jahr beginnt sie ihren Feldzug gegen die Frauenbewegung. Im umstrittenen Buch Das Eva-Prinzip fordert sie Frauen zurück zur Familie und vor einem Monat dann ihr missverständlicher Satz zur NS-Familienpolitik. Es ist damals eben auch das, was gut war. Und das sind Werte, das sind Kinder, das sind Mütter, das sind Familien, das ist Zusammenhalt. Äußerungen, die Eva Herrmann den Job kosten und Schlagzeilen machen. Ihr Arbeitgeber zieht daraufhin die Notbremse. Das Ende einer Fernsehkarriere. Keine Tagesschau mehr, kein Herrmann und Tietjen. Nur noch Zeit zum Nachdenken und zum Bücherschreiben. Was Eva Herrmann gesagt hat, das habe ich so ähnlich verstanden, wie als wenn du sagen würdest, mein letzter Computer war der letzte Schrott und er hatte ständig Bundestrojaner, aber meine Grafikkarte fand ich richtig gut. Also für mich war das in Ordnung. Wir sollten doch daraus nicht die Norm machen und das zum Maßstab aller Dinge. Wir machen das doch nicht zur Norm. Es gibt diese und jene Möglichkeit. Man kann so oder so leben. 750.000 neue Krippenplätze in Deutschland. Das heißt, ist dringend nicht notwendig für die Frauen, die arbeiten müssen. Dafür ist es gedacht. Dringend notwendig. Ja, Sie haben ja recht, liebe Senta Berger. Sie haben recht insofern, als dass diese Frauen arbeiten müssen, weil sie ihren Lebensunterhalt verdienen müssen. So weil ist sie das. Keine weil die Wohnungsmiete sehr hoch ist, weil das Benzin teuer ist. Ja, weil aber sie glauben keine Sie mir, Entlastung es wird nicht bekommen. Ein Kind mehr gezeugt, weil die Mehrwertsteuer runtergeht. Also das wäre mir wirklich zu simpel. Wir wissen, dass aber auch kein Kind mehr gezeugt wird, wenn es mehr Krippen gibt, weil zum Beispiel in Sachsen-Anhalt gibt es ein Krippenangebot von über 40%. Da haben wir eine der niedrigsten Geburtenraten. Während in Baden-Württemenberg oder in Bayern das niedrigste Krippengebot. Es herrscht große Arbeitslosigkeit in Sachsen-Anhalt. Die Leute wandern doch ab, die kriegen keinen Job. Natürlich, und die jungen Leute haben überhaupt keine Jobs in Sachsen-Anhalt. Man muss ihnen Arbeit beschaffen, das ist ihr gutes Recht. Und dann können sie auch eine Familie gründen und dann haben sie gerne Kinder. Also ich muss jetzt gehen. Es tut mir wirklich leid. Ich kann diese Diskussion nur wirklich ernsthaft führen. Da muss ich mich vorbereiten, muss ihre Bücher kennen. Oder aber wir machen, was wir eigentlich auch mal vorgesehen hatten. Ich würde das auch vorschlagen. Ich gehe jetzt gerne. Okay? Keiner der anwesenden Studiogäste teilt die Meinung von Eva Herrmann. Auch nicht der Moderator Kerner. Senta Berger regt sich so sehr über Eva Herrmann auf, dass sie gerne das Studio verlassen möchte. Oder dass sie und Kerner das tun, was sie eigentlich vorgesehen hatten. Senta Berger bleibt sitzen, obwohl sie gerne gehen möchte. Es sind ja doch die besonders spannenden Momente, wo man sich selbst so ein bisschen Gedanken macht und überlegt, wie man weitermacht. Und die habe ich mir jetzt gemacht und habe mich entschieden, dass ich mit meinen drei Gästen weiterrede und dich, Eva, verabschiede. Danke. Vielen herzlichen Dank. Danke sehr. Danke, Herr. Ja, bitte. Wir brauchen anderen Nachbarn. Also es hängt jetzt an. Vielleicht nebensächlich, aber unter anderem sind mir ein paar Merkwürdigkeiten aufgefallen. Unter anderem auch sein Blick, der mir ziemlich bekannt vorkommt. Also es hängt jetzt an Mario. Bitte? Nein. Das, was jetzt noch kommt, finde ich interessant. Ich will auch gar nicht mehr über diese Kerner-Sendung reden, vielleicht noch so viel. Am Tag dieser Aufzeichnung, dieser Sendung, bekamen schon in München Politiker und in Hamburg Journalisten morgens SMSen, Eva Herrmann fliegt heute Abend aus der Kerner-Sendung. Und alle anwesenden Gäste, die ansonsten an dieser Sendung noch teilgenommen hatten, scheinen also sehr klar auch von diesem Plan gewusst zu haben. Wie anders ist es sonst zu erklären, dass Senta Berger zweimal die Frage stellte, wann machen wir jetzt endlich das, was wir abgesprochen haben? Und dann sagte, ich gehe jetzt und blieb sitzen. Also ich muss jetzt gehen. Es tut mir wirklich leid. Ich kann diese Diskussion nur wirklich ernsthaft führen. Da muss ich mich vorbereiten, muss ihre Bücher kennen. Oder aber wir machen, was wir eigentlich auch mal vorgesehen hatten. Ich würde das auch vorschlagen. Ich gehe jetzt gerne. Okay? Es sind ja doch die besonders spannenden Momente, wo man sich selbst so ein bisschen Gedanken macht und überlegt, wie man weitermacht. Und die habe ich mir jetzt gemacht und habe mich entschieden, dass ich mit meinen drei Gästen weiterrede und dich, Eva, verabschiede. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Danke sehr. Danke herzlich. Danke sehr. Danke.
Man muss die Meinung von Eva Herrmann nicht teilen, aber man könnte darüber diskutieren. Und wenn man das nicht mehr möchte oder wenn man das nicht mehr kann, dann könnte man das Gespräch beenden. Und wenn man es nicht mehr erträgt, dann könnte man selbst aufstehen und nach Hause gehen. Aber darum geht es anscheinend nicht.